Verraten Sie mir ein Geheimnis, was wir vorher noch nicht wussten. Was erfahren wir im Film über Sie? Ja, das ist die Frage. Ich weiß ja nicht, was ihr vorher wusstet, aber ich denke mal, so einige Sachen, ja, die sind schon, die kann man nicht wissen. Also das ist wirklich sehr privat gewesen bislang und jetzt ist es das nicht mehr, aber da muss man damit leben. Die Frauenwelt liegt Ihnen ja zu Füßen. Wie kann man Ihr Herz erobern? Ja gut, ja, eigentlich so durch ein bisschen Humor. Und was ich sehr mag, ist sowas wie Zuverlässigkeit und ja, wenn man nicht so affektiert ist, sondern einfach so, wie man ist, so ganz normal. Wenn Sie blicken, 30 Jahre Scooter, gibt es so den einen schönen, großartigen Moment Ihrer Karriere? Ach, das gab so viele. Also wenn ich überlege, allein die Länder, wo wir überall waren, also so ein paar exotische Sachen waren dazwischen, vieles, wo wir sehr oft waren, was ich immer liebe, so wie UK oder Osteuropa, Skandinavien. Aber halt auch sowas wie Mongolei, da waren wir einmal. Aber das war ein tolles Erlebnis zum Beispiel. Aber da gibt es zum Glück viele Momente. Das ist ja auch eine lange Zeit. Man, Sie sieht, Sie haben so viel Energie und Sie sehen echt sehr klasse aus. Danke. Was, ja, was tun Sie für sich, um fit und auch gesund zu bleiben? Ja, also ich achte so ein bisschen drauf, dass man nicht völlig ausflippt, so ein bisschen die Balance hält. Das heißt, in der Woche mal nichts trinken, nicht rauchen, ein bisschen Sport machen. Ja, aber ansonsten, ja, und dass man, das ist vieles ja auch so die Psyche, ne? Dass man mal was für sich tut und denkt, alles halb so schlimm. Auch wenn die Welt untergeht, dass man denkt, ach komm, so schlimm ist ja gar nicht. Also ich glaube, vieles auch so, was man heute so Mindset nennt, denke ich, ist einfach, dass man ja alles nicht zu ernst nimmt. Wie erleben Sie die Welt heute? Keine Ahnung, Krieg, Klimawandel, alle gendern nur noch. Wie geht's Ihnen? Ja, ich finde es alles sehr hysterisch und sehr merkwürdig so im Vergleich zu dir. Wie man, also ich denke immer, Gott sei Dank bin ich in so einer Zeit aufgewachsen, wo alles so dagegen heile Welt war eigentlich und so schön. Ich denke, ja gut, es ist, wie es ist. Man kann ja Dinge so jetzt nicht ad hoc ändern, aber man muss sich selber nicht, man darf sich nicht verrückt machen. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Letzte Frage, was sind Wünsche, Träume für die Zukunft? Also ich habe jetzt gar nicht so großartige Wünsche, weil ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich hoffe dass eigentlich, dass es so entspannt weitergeht und dass wir jetzt ja, ein erfolgreiches 23 haben. Aber da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, das sieht alles gut aus. Vielen Dank. Gerne. Danke. Super.